Es ist ein wunderschöner Tag und der kleine König und die kleine Prinzessin haben es sich im Schlossgarten gemütlich gemacht. Hab ich gemacht? Wirklich? Ja, wenn ich sage, hab ich gemacht, glaubst du mir nicht? Doch, doch, klar doch. Ach, übrigens, ich hab dir sogar was mitgebracht. Oh, wirklich? Ja, hier, eine Tüte Gummibärchen. Oh, nein, die mag ich ja so gern. Und gleich so viele. Hier, für dich. Lieb von dir, dass du alles mit mir teilen willst. Wie? Ich will teilen? Ach so, ja. Das ist wirklich großzügig von dir, kleiner König. Na ja, finde ich auch. Richtige Freunde machen das so. Ja, 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 ja. So. Sie geben dem anderen auch mal was ab. Ja, ja, ja. Das macht dann doppelt Spaß. Ja, ja. Hä? Leer! Die Tüte ist leer! Du bist das Letzte! Wie? Das letzte Pärchen! Wenn du mein Freund bist, gibst du es mir ab! Ja, aber du hast mir ja eigentlich die ganze Tüte geschenkt. Und ich habe dir eigentlich schon ganz viel abgegeben. Aber dieses letzte... Sei schön lieb zu deinem Besuch. Du bist doch ein Kavalier, oder nicht? Schon. Und du? Bist du wirklich meine Freundin? Natürlich. Und deine Lieblingscousine. Und du wirst es auch bleiben? Na klar. Auch wenn unsere Freundschaft einmal schwere Zeiten überstehen muss? Ja, ja, ja. Das ist gut, weil so eine Zeit kommt jetzt. Aber unsere Freundschaft hält das bestimmt aus. Du gieriger Kerl! Lässt mich erst zappeln und dann? Du hast es versprochen zu teilen. Ach ja? Na dann komm mal mit. Hier gibt's jede Menge Hausarbeit, die ihr teilen könnt. Tische abräumen, spülen, abtrocknen. Nanu! Kleiner König, kleine Prinzessin. Das Gewitter hat sich verzogen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Angst? Hier? Ha! Ist ja lächerlich! Übrigens, ich habe noch ein Bärchen. Das hatte ich mir mal so eingesteckt, so für später. Es ist das allerletzte und du kannst es haben. Es ist für dich. Wie bitte? Wirklich? Hm. Ja. Ach nein, behalt es. Geschenkt bleibt geschenkt. Nö, dann wird geteilt. Ja, ja. Ich brech's durch. Nanu. Noch mehr ziehen. Lecker. Die roten mag ich sowieso am liebsten. Ja, ich auch. Also, weißt du, ich habe mir vorhin auch eins für später aufgehoben. Das ist das allerletzte. Übrigens auch ein rotes. Und das ist für dich. Oh, danke, wie lieb. Und ich habe noch das allerletzte. Oh! Die Mittagspause ist vorbei. Und der kleine König... Ruhe! Bin noch beim Nachtisch. Gleich habe ich alle Kirschen weggeputzt. Schade. Wie schön wär's doch, wenn ich meinen eigenen Kirschbaum hätte. Ich weiß, wie man einen Kirschbaum macht. Aha, erzähl doch mal. Ich muss diesen Kirschkern nur in die Erde legen. So ganz einfach. Schön gießen und warten. Sehr lange warten. Bis zum nächsten Frühjahr. Ja, ja, mal sehen, ob's schon Wurzeln hat. Hey, das sieht ja noch genauso aus wie vorhin. Der Gärtner braucht Geduld, kleiner König. Zu viel Neugierde ist da eher schädlich. Nur ein bisschen warten, der Baum wird schon wachsen. Ganz sicher wird er das, kleiner König. Und wenn aus dem Kirschkern ein Kirschbaum wird, dann muss das doch auch mit anderen Sachen gehen. Womit denn zum Beispiel? Na, aus dem Apfelkern wird ein Apfelbaum. Aus dem Aprikosenkern wird ein Aprikosenbaum. Was gibt's denn noch? Und aus dem Gummibär wird ein Gummibaum. Ja. Ha,
halt! Es war ja fast alles richtig, kleiner König. Aber die Arbeit mit dem Gummibär kannst du dir sparen. Und wie, wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld ich bald spare, wenn ich meine Gummibärchen vom eigenen Baum ernten kann? Überhaupt keins. Denn Süßigkeiten werden in der Fabrik hergestellt. Schau mir nur gut zu. Hoffnungslos. Ich habe nämlich noch ein paar prima Sachen gefunden, die ich auch züchten werde. Sachen, die ich echt gut gebrauchen kann. Eine Murmel, ein Spielzeugauto und einen Groschen. So, wie lange muss ich jetzt wohl bis zur Ernte warten? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist das noch diese Woche? Ach, lass dich überraschen, kleiner König. Mit einer unglaublichen Geduld gelingt es dem kleinen König, 10 Tage lang stillzuhalten, ohne die Samen aus den Töpfen zu buddeln. Jetzt will ich aber schnell hin und meine Pflanzen anschauen. Sicher hat sich alles bestens entwickelt. Na bitte, ist doch ein hübsches Gärtchen auf meiner Fensterbank. Nö, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Da stehen lauter Bäumchen, an denen Süßigkeiten und Spielsachen wachsen. Das gibt es nicht. Das kann es gar nicht geben. Ja, ja, ich habe das grüne Händchen, wie man unter uns Gärtnern sagt. Es ist ein Wunder. Oder ein Trick. Hey, was versteckst du da hinter deinem Rücken, kleiner König? Ein König versteckt grundsätzlich nichts, was man sehen soll. Zeig mal her, kleiner König. Och, ist nur so eine Tube Klebstoff. Klebstoff? Naja, ich habe also jeden Tag heimlich nach meinen Blumentöpfen gesehen und gar nichts ist passiert. Nichts. Da habe ich mir vom Gärtner so kleine Bäumchen gekauft. Und lauter Sachen dran geklebt. Dann ist das ja alles kein Wunder. Wunderbäume sind es schon. Von wegen. Doch, es sind Wunderbäume, weil sich jeder über sie wundert. Draußen ist schönes Wetter und der kleine König liegt immer noch in den Federn mit einem riesigen Pralinenkasten. Guten Morgen, kleiner König. Morgens schon naschen, also weißt du, wie ungesund und schlecht für die Zähne. Ach wirklich? Das ist ja interessant. Ja, die kriegen Löcher und fallen alle aus. Furchtbar. Sag ich doch. Dann mach ich heute Gesundheitstag und ich fang gleich beim Frühstück damit an. Zuerst Möhren. Naja, mit Honig. Sind sie nicht so trocken und schön süß. Probier's mal ohne Honig. So nackt mag ich sie aber gar nicht. Lieber Joghurt. Mit ein paar Löffeln Marmelade. Lieber ohne Marmelade, kleiner König. Nö, dann esse ich's nicht. Aber Salat, den mag ich auch gern. Mit Schlagsahne. Oder Zitrone. Bäh, dann will ich lieber gar nichts. Bleib ich eben hungrig und lese ein bisschen zur Ablenkung. Keine Süßigkeiten, kleiner König, also wirklich. Nicht mal ein einziges. Sitz nicht so viel rum, beweg dich lieber. So war das eigentlich nicht gemeint. Aufhören, böse Hand, sollst nicht naschen. Gut gemacht, kleiner König. Bleib stark. Halt! Nein! Hör auf! Hand! Ich kann überhaupt nicht dafür! Wie kannst du nur so gierig und unbeherrscht sein, kleiner König? Genau. Lass dich nicht verführen. Oh, die Post! Mach doch mal das alberne Pflaster vom Mund. Es ist von Tante Röschen. Oh, oh, oh. Lass mal sehen, was ist drin? Ein selbstgestrickter Pullover, königliche Hausschuhe? Och, nichts Besonderes ist drin. Nur Seifen und Shampoo und so. Ich trage es gleich mal ins Badezimmer.
Das dauert aber lange. Sitzt du schon in der Badewanne? Hey, kleiner König, was treibst du da drin so lange? Da stimmt doch was nicht. Ja, Tante Röschen hat dir keine Seife geschickt, sondern ein Fresspaket mit süßen Naschereien, ausgerechnet heute. Ja, und sie schreibt, ich soll's mir gut schmecken lassen. Und was ist nun mit dem Gesundheitstag? Den mach ich morgen. Ach ja? Ja, weil heute ist mir schon so schlecht. Da kann ich unmöglich noch Möhren, Joghurt und Salat in mich reinstopfen. Dafür bin ich wirklich schon viel zu satt.